Hallo Lars und vielen Dank für deinen Erweiterungswunsch zur partiellen Integration. Und zwar hatten wir diese Aufgabe schon, nur dass hier nur ein x stand, also x mal Wurzel aus x plus 1. Jetzt steht hier x Quadrat mal Wurzel x plus 1. Und da brauchen wir einfach einen Schritt mehr. Aber gut, dass du es nachgefragt hast, weil man sich das dann genauer einfach angucken kann. So, als ersten Schritt, genauso wie vorher, schreiben wir die Wurzel als Potenz. Ja, Wurzel heißt immer hoch ein halb. Das heißt, der Term, der hier drunter steht, unter der Wurzel, wird hier in eine Klammer gepackt und hoch ein halb. Dann kommt die gleiche Überlegung wie vorher, dass wir die partielle Integration, ja, habe ich ja schon im Titel erwähnt, ist Integral von f mal g'. Das heißt, wir sagen, der Term, der nachher beim Ableiten verschwindet, wenn wir den mehrfach ableiten, ist eine ganz rationale Funktion, die verschwindet dann irgendwann oder wird zu einem Faktor, das heißt, das x verschwindet. Und die Funktion, die halt nicht, ne, die nennen wir f, und die, die nicht verschwindet, nennen wir g'. Das bedeutet, im ersten Schritt müssen wir dann die Funktion f hinschreiben, g', also den Term hier müssen wir aufleiten oder integrieren, und dann rechnen wir minus das Integral von, und dann leiten wir tatsächlich diesen x-Quadrat-Term hier ab, mal g. Und ich will jetzt schon gleich mal sagen, wir werden hier gleich unglaublich wichtig, was mit Vorzeichen zu tun kriegen. Auf geht's, ab geht's oder was? Wir haben die Formel also zu erfüllen. Das heißt, hier steht f ist x², hier steht f ist x², also ist gleich eckige Klammer auf x² mal. Jetzt steht hier die Stammfunktion von der Wurzel hier, also von dem x plus 1 in Klammern hoch ein halb. Das wird aufgeleitet, indem wir x plus 1 in Klammern hoch 3 halbe, denn wir addieren im Exponenten einfach ein. Ein halb plus 1 ist 3 halbe. Und dann teilen wir die Zahl vor der Wurzel bzw. vor der Klammer, teilen wir durch den neu entstandenen Exponenten, also mal 2 Drittel. So, jetzt haben wir hier eine Sache, die lautet minus Integral von. Und jetzt steht hier f'. Und da müssen wir tatsächlich das x² jetzt ableiten. Ja? Vorher mussten wir ja aufleiten, jetzt müssen wir ableiten, und zwar die andere Funktion, minus 2x mal, und hier steht genau das gleiche, nämlich g wie hier, das heißt, wir können hier den Teil abschreiben, mal 2 Drittel x plus 1 hoch 3 halbe dx. Und jetzt müssen wir uns um diesen Term kümmern, wenn wir im nächsten Fall nochmal wieder das gleiche, also eigentlich den gleichen Schritt nochmal machen. Aber vorher müssen wir diesen Term wirklich gewissenhaft zusammenfassen. Jetzt steht hier Minus davor. Und ich schlage dabei jetzt vor, tatsächlich, dass wir immer auf ein Plus hier vorkommen. Ja, das heißt, wir können ja uns das auch vorstellen als Plus Integral von minus 2x mal 2 Drittel. Mal x plus 1 in Klammern hoch 3 halbe dx. Das ist das Gleiche. Ist auch die gleiche Struktur jetzt wie vorher. Und dann kommen wir nachher nicht auf komische Gedanken. Die Zahlen mögen ja hinterher richtig sein, aber die Vorzeichen stimmen dann nicht. Minus 2x mal 2 Drittel ist minus 4 Drittel x. Minus 4 Drittel x. So, und jetzt wenden wir auf diese Funktion, wenden wir jetzt das gleiche Schema an, wie wir gerade eben angewendet haben. Das heißt, wir schreiben hier hin, ne, jetzt steht hier nämlich ein Plus, tralalala. Dann können wir nämlich auch tatsächlich den nächsten Term wieder plus eckige Klammern. Und jetzt steht hier f und da steht f. Das heißt, dieses hier ist f minus 4 Drittel x. Man kann sehen, dass minus 4 Drittel, also das Minus, was ich jetzt hier vertauscht habe gerade eben, das... Ja, die haben sich hier jetzt eigentlich im Prinzip nur vertauscht. Wenn ich das Minus hier vorgelassen hätte, dann wäre das Plus dahin gekommen. Aber wir werden gleich sehen, das wird ansonsten gleich noch einen Schaden anrichten. Jetzt steht hier g und da steht der g'. Das heißt, dieses hier ist g'. Ja, und dann leiten wir jetzt das hier auf. Mal in Klammern x plus 1 hoch 5 halbe, denn hier müssen wir genau das gleiche machen. Von 1 halb kommen wir zu 3 halbe, 3 halbe, 3 halbe. 3 halbe wird zu 5 halbe, also plus 1. 3 halbe plus 1 ist 5 halbe. Und hier vorne steht dann 2 Fünftel. Hier war es 2 Drittel zu 3 halbe, 5 halbe, 2 Fünftel. Nur damit man sich das mal so ein bisschen anguckt. Und
Auch diesen Term können wir dann jetzt gleich nochmal zusammenfassen. Das schlage ich auch vor, dass man das gleich macht. Genauso haben wir ja im Prinzip das hier auch gerade eben gemacht. Hier haben wir es nicht gemacht. Hätten wir aber auch tun können. Wobei natürlich diese zwei Drittel, ne? Weiter geht's mit der Formel. Minus das Integral von, jetzt steht hier f'. Und unser f ist jetzt hier minus 4 Drittel x. Jetzt nochmal an die Vorzeichen denken. Wenn wir hier die Vorzeichen nicht umgetauscht hätten mit dem Minus und dem Plus, wie wir es gerade eben gemacht hätten, dann wäre da jetzt ein Plus erschienen. Hier kommt jetzt tatsächlich ein Minus und zwar minus 4 Drittel mal. So, hier soll ja der Term einfach nochmal wieder hingeschrieben werden. Also mal 2 Fünftel x plus 1 hoch 5 halbe dx. Minus 4 Drittel mal 2 Fünftel ist 8 Fünfzehntel. Also steht hier schon mal minus 8 Fünfzehntel. Und ich habe ja gesagt, dass wir hier an der Stelle wollen wir gerne immer ein Plus haben. Jetzt steht hier minus 8 Fünfzehntel. Ne, minus minus ergibt dann tatsächlich schon ein Plus. Dann steht da plus 8 Fünfzehntel. Die könnten wir im Prinzip auch noch mit davor schreiben. Das will ich aber gar nicht machen, weil das verwirrt viele, die ich kennengelernt habe. Hat das immer verwirrt. Deswegen lasse ich das einfach. Dann können wir hier drauf, brauchen wir keine Produktregel mehr, keine partielle Integration mehr anzuwenden, weil hier steht jetzt nur noch 8 Fünfzehntel als Zahl. Die können wir einfach als Faktor mitschleppen. Dann steht da plus, zack, zack. Und 8 Fünfzehntel bleibt also als Faktor erhalten. Mal und dann x plus 1 hoch 5 halbe wird halt hoch 7 halbe, einen erhöht, genauso wie wir es vorhin die ganze Zeit gemacht haben. Und dann teilen wir hier nochmal durch den neu entstandenen Exponenten. Und dann können wir jetzt hier, da und dort die zusammengefasste Stammfunktion sehen. Noch einmal ganz kurz auf die Vorzeichen. Wir hätten ansonsten hätten wir hier nachher ein Minus gehabt. Das kann mal jemand na jeder nachprüfen. Ich wische jetzt hier die Zwischenschritte weg, überall da, wo noch ein Integral steht, damit ich die Sachen gleich mal zusammenfassen kann. Denn die Zusammenfassung bringt häufig ein bisschen Licht in die Sache. Ja? Und ich habe auch tatsächlich jetzt gerne alle Vorzeichen vor diesen Integralzeichen mit weggewischt, denn um die Vorzeichen habe ich mir vorher schon geschert. Die eckigen Klammern waren vorher nur so eine Erkennungsgeschichten. Die brauchen wir tatsächlich auch nicht. Und auch diese Pluszeichen vor dem Teil brauchen wir nicht, wenn hier noch ein Minus steht. Das heißt, hier steht Minus. So, 4 Drittel mal 2 Fünftel ist 8 Fünfzehntel. X mal x plus 1 hoch 5 halbe plus 8 Fünfzehntel mal 2 Siebtel ist 1600 Fünftel. Ja. Das heißt, hier diese beiden Zahlen können wir auch schön zusammenfassen. 1600 und Fünftel. X plus 1 hoch 7 halbe. Dann kann ich hier diese Schritte auch wegnehmen und habe ein bisschen Platz gewonnen. So, diesen Term wollen wir jetzt zusammenfassen. Ja, beim Zusammenfassen müssen wir natürlich immer irgendwas ausklammern. Und beim Ausklammern können wir sehen, hier steht was, da steht was, da steht was. Das hat was zusammen, hat was Gemeinsames. Ich kann mal einfach als Standard bei solchen Termen wie hier, ne, x plus 1 hoch 3 halb, also so Wurzelterme, da kann man immer die Wurzel mit dem niedrigsten Exponenten ausklammern. Das ist so wie auch sonst. Ja. X plus 1 ist ja immer das gleiche, hier als Basis. Und wir haben immer unterschiedlichen Exponenten und dieser Exponent ist um einen größer und dieser Exponent ist um zwei größer. Das kommt gleich noch, wird noch wichtig. Das heißt, hier bleibt stehen 2 Drittel x Quadrat. Hier bleibt stehen minus 8 Fünfzehntel x mal x plus 1 hoch 2 halbe. Denn wenn ich x, ne, x hoch 5 halbe durch x hoch 3 halbe rechne, x steht jetzt mal hier für die Klammer, dann ist das ja nach dem Potenzgesetz x hoch 5 halbe minus 3 halbe. Ja, das heißt, ich rechne diese beiden Exponenten minus. Dann steht da x hoch 2 halbe. X hoch 2 halbe ist auch x hoch 1 und dementsprechend x. Das heißt, hier steht mal die Klammer. Plus 1600 Fünftel. Wer das mit dem Ausklammern noch nicht verstanden hat, macht nichts. Wir haben ja hier in diesem Fall noch eine zweite Chance. X plus 1
hoch 3 halbe wird aus diesem Term ausgeklammert und es bleibt nach x plus 1 in Klammern hoch 4 halbe. 4 halbe kann ich ausrechnen, sind 2 und dementsprechend steht da x plus 1 hoch 2. Klammer zu, hier von der Klammer auf. Und jetzt kann ich, und das ist so ein Ding, was ich eigentlich ganz schick finde, wir können hier die binomische Formel ausrechnen und wir können hier auf diese wilden Brüche hier verzichten. Denn Brüche zu tippen, hat immer auch so eine kleine Fehlerkomponente. Und auf welchen, was man dann da ausklammern muss, irgendwie, das, da gibt es noch verschiedene Erkläransätze. Hier in diesem Fall ist es so, dass wir erstmal natürlich ausrechnen. Ja? 1605 mal x plus 1 in Klammern zum Quadrat. X plus 1 in Klammern zum Quadrat ist halt x Quadrat plus 2x plus 1, ja, mal 1605. Und man könnte natürlich jetzt sagen, okay, ich klammer einfach 1605 aus. Allerdings, ja, 105 ist definitiv der Hauptnenner von 3, 15 und 105, denn 105 durch 3 ist 45. Stimmt das? Nee, ist 35. Und 105 durch 15 ist. Aber geht auch. Im Kopf will ich das auch gar nicht anregen, dass man das im Kopf macht. Das heißt, wir klammern hier schon mal nochmal einen 105-Term aus. Und jetzt können wir uns ja überlegen, wenn wir ganze Zahlen nachher hier haben wollen, dann nehmen wir also die 105, dann sind das hier, wenn wir ein 105 ausklammern würden, wären das hier 16. Ja? Wenn wir 2 Hundertfünftel ausklammern würden, wären das hier 8. Aus diesem Teil kann ich auch noch eine 2 ausklammern und aus diesem hier auch. Deswegen klammere ich 2 Hundertfünftel aus, x plus 1 hoch 3 halbe. Wenn das jetzt nicht gleich verstanden wird, irgendwie macht ihr nichts draus. Das mit dem Ausklammern ist tatsächlich so eine Sache, die ist nicht so 100 pro wichtig. Sie spart natürlich hinterher viel Zeit beim Einsetzen. Wenn ich also 2 Hundertfünftel ausklammere, sind das hier nicht mehr 8, sind das nicht mehr 1605, sondern 8. Hier steht dann statt 2 Drittel, die 2 klammern wir ja aus, 1 Drittel und die 105 aus dem Drittel auszuklammern, bleibt hier nachher eine 15 stehen und aus dem minus 8 15 x wird dann ein minus 12. Warte mal, ich muss mich mal ganz kurz korrigieren, ich bin hier ein bisschen schnell vorgegangen, pass auf. Wir machen, ich wollte ja eigentlich, war ich noch beim Ausklammern, beim Ausmultiplizieren hier. Ja, also, kurz zurückspulen, x Quadrat minus 8 Fünfzehntel, das hier wird ja per Pfeile abschießen geregelt, 8 Fünfzehntel x Quadrat minus 8 Fünfzehntel, ja, minus 8 Fünfzehntel x natürlich mal 1 ist minus 8 Fünfzehntel x plus 16 105 mal. So, und hier hatten wir gerade eben schon gesehen, x Quadrat plus 2x plus 1, also x Quadrat plus 32 Hundertundfünftel x. Und das ist dann nochmal eine 1 plus 16 Einhundertundfünftel. Diese Sachen können wir jetzt zusammenfassen. Hier stehen Quadrate, da stehen Quadrate, hier stehen x, hier stehen x und hier stehen auch nochmal Quadrate. Ja? Einmal kurz Pause machen, das aufschreiben, die Dinger zusammenrechnen, dann kommt man auf tatsächlich 2 Siebtel x Quadrat. 2 Siebtel x Quadrat. Der Term hier ist weg dann. Und dieser Term hier ist weg. 2 Siebtel x Quadrat. Dann haben wir hier minus 8 Fünfzehntel x plus 32 Hundertfünftel x ist minus 8 Fünfunddreißigstel x. Kommt weg. Und dann nochmal plus 16 105, Klammer zu. So, und jetzt wird ausgeklammert. Und zwar können wir hier 105 ausklammern, weil 7 und 35 und 105, da ist der Hauptnenner 105. Deswegen können wir hier draus machen schon mal 105. Und aus der 16, aus der 8 und aus der 2 können wir maximal die 2 ausklammern. Deswegen ziehen wir hier 205 vor die Klammer. X plus 1 hoch 3 halbe. Haben wir vorher, x plus 1 hoch 3 halbe, haben wir schon mal ausgeklammert. Und wenn wir jetzt aus 2 Siebtel 2 Hundertfünftel ausklammern, bleibt da übrig, das schreibe ich mal hier in die zweite Zeile, normalerweise kommt das rechts daneben, 15 x Quadrat aus minus 8 35stel 2 Hundertfünftel auszuklammern, bleibt minus 12 x. Und aus 16 Hundertfünftel 2 Hundertfünftel auszuklammern, bleibt plus 8 in Klammern.
Dann haben wir hier, ich unterstreiche das hier mal doppelt, alles was doppelt unterstrichen ist, gehört auf eine Zeile und ist das Ergebnis. Und auf deine Kommentare freue ich mich schon. Hier muss man natürlich wirklich konstatieren, dass das Ganze, tja, Konzentration erfordert.